Also wir wollten da so gucken. Schalter? Fragezeichen? Den haben wir noch nicht gedrückt, oder? Und kommen die ganzen Runterfalldinger hier, können wir mal wegmachen. Die sind viel zu irritierend. War irgendeiner davon noch für irgendwas? Ja, du warst gerade fürs Teleporter-Ding. So, ihr seid alles nur Fallgruben. Weg, 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 weg. So. Schalter Fragezeichen, denn es ist hier unten noch ein Schalter. Den wir gedrückt haben, der jetzt irgendwo irgendwas aufgemacht hat. Den lassen wir jetzt einfach mal offen. Markieren ganz kurz hier. Schalter Geheimtür. Kann man nicht ordentlich hintergucken. Das ist dunkel. Okay, gehen wir mal rechts an der Wand lang. Das hier ist neu. Sehr schön. Secret. Plattenrüstung. Ja, nö. Blitzstrahl. Feuerball und noch ein Knopf. Der wieder irgendwo irgendwas aufmacht. Natürlich. Jetzt vielleicht bei dem einen Schrotthaufen da unten. Dem hier. Hey, sehr schön. 3 von 7. Ich glaube, wir haben da noch eine Menge verpasst. So, den haben wir gedrückt. Den haben wir gedrückt. Den. Drücken wir nochmal. Wird lauter. Pipe. War es, glaube ich, nicht. Und trotzdem noch mal alles einmal angucken. Okay, ein Umhang wird es nicht sein, was wir brauchen. Das Ding hier hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Alter Schrott. Ja, nee, wir werden nicht alten Schrott brauchen, um eine riesige Tötungsmaschine wieder in Gang zu setzen. Steam-Kanister war kaputt. Ich glaube, es gab noch ein zweites Zahnrad. Oh. Also einmal ein kleines und einmal ein Stahlzahnrad oder so. Na, fast erwischt. Das Schleimgeräusch war was? Oh, Fume-Nuzzle. Der könnte. Der könnte ziemlich schwer sein. Könnte richtig schwer sein. Okay. Ja, ich lasse mal die 3 Fackeln hier unten. Die brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. So. Großes Zahnrad. Das Gewicht ist echt so eine Sache. Aber ja, nur weil ich zu gierig bin. So, den Knopf hatten wir auch schon gedrückt. Also wir sind jetzt einmal außen rum und haben nirgendwo die Wand gefunden, die der hintere Knopf aufgemacht hat. Einmal Licht bitte. Na gut, in der Mitte vielleicht noch. Da haben wir noch gar nicht geguckt. Also ob einfach hier irgendwo was aufgegangen ist. Wenn es nicht ganz so viel Sinn macht. Du warst der Knopf für das Ding da.
ist noch ein Rohr. Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben und deponiere vor der Treppe die Sachen, die wir unten gefunden haben. Ja, und hab's. Die Treppe wäre... Oder wir können auch direkt vorm Würfel deponieren, das passt auch. Nein! Oder wir fallen einfach wieder runter. Da. Wo kommt ihr immer wieder alle her? Wir haben doch schon ganz viele von euch umgebracht. So, stirb, stirb, stirb. So. Oh. Oh, Bladed Gear. Ich glaube, das könnte sein. Scheint in guter Kondition zu sein. Also, nicht kaputt. Jetzt höre ich auch die Spinnenbeine. Kein Eingang. Hm. Na gut, aber wir wollten eigentlich nach oben. Da. Und die Sachen vor dem Würfel deponieren. Obwohl ich mir jetzt ziemlich sicher bin, dass es dieses Bladed hier war. Das fehlt. Ne, hier war dieses komische Knubbelding. Hier. Das heißt, wir legen einfach mal die Sachen hier hin. Können wir nicht. Okay, legen sie da hin. Dich und dich. Und hat man noch was dabei? Genau, das Rohr, aber das wird es nicht sein. So. Du nix, du nix. Okay. Dann können wir jetzt wieder runter und gucken, wo jetzt genau die Geheimgang aufgegangen ist. So, also. Da ist die Tür mit No Entrance. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob wir den oberen Knopf nicht vorher schon mal gedrückt hatten. Weil dann hätten wir jetzt hier die Geheimtür wieder zugemacht, wo auch immer sie war. Genau. Da. Klick. Ha, sehr schön. Was zu essen? 4 Feuerbomben. Und noch mehr zu essen. Jo, sehr schön. Du musst ja nicht mehr nach oben laufen, um da irgendwas zu holen. Aber das ist trotzdem nicht das Secret, was ich suchte. Ich habe das mit den Spinnen gesucht. Aber die haben wir hier unten gehört. Da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen. Nur wie? Also ich glaube, man ist irgendwann dahinter gefallen. Aber das passt nicht. Moment mal. Doch, wenn wir hier vielleicht irgendwo runterfallen... Okay. Na gut, wir haben hier erstmal nichts mehr zu tun. Das heißt jetzt ab in den Teleporter. Nach oben. Und nicht den Würfel aktivieren. Denn ich will sie weiter Challenge machen. Dafür laufen wir einfach zurück zur Treppe. Dann gibt es einen kleinen Schnitt. Okay, schlafen soll ich wieder noch. Und dann sehen wir uns vor der Fighter Challenge wieder. Oh. Okay. Sie haben all ihren Schrott und alte Teile runter in die Gruben geworfen. Wir könnten dort finden, was versuchen. Ja, danke. Wir haben dich eigentlich schon komplett zusammengesetzt. Abgesehen von dem einen kleinen Zahnrad da. Aber, ja, danke für den Hinweis. So, das muss auch schon reichen. Den Rest regeneriert auf dem Weg nach oben. Also ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Also ich bin jetzt die 6-7 Level. Okay, 5 oder 6 Level hochgelaufen durch das ganze Zickzack und was weiß ich. Nur damit mir jetzt einfällt, wir kommen da gar nicht rein. Wir brauchen nämlich die eine Klinge. Setzklinge oder wie hieß der? The Edge of the Isle.
Also die Klinge der Insel. Ja. Ich weiß nicht, wo es die gab. Das heißt, ich lade jetzt einfach den Speicherstand, bevor ich losgelaufen bin. Aktiviere jetzt den Würfel und hoffe, dass ich die Klinge danach irgendwo finde. Weil hier war nicht mehr so wirklich viel, wo wir nicht weiter wussten. Also hier waren welche, wo wir nicht weiter wussten. Aber ja. Na gut, laden. 67a. Da müsste ich gerade erst nach oben gegangen sein. Licht an. So. Also wir schlafen jetzt nochmal kurz. Oder auch nicht. So. Schlafen jetzt nochmal kurz. Aktivieren deine Würfel, laufen schreiend weg in den Teleporter. Und schnappen uns dann in der nächsten Etage diese uralte Waffe, die das Ding lahmlegen kann. Also den Elektroblaster. So. Hier war das nicht. Da war das. Oder auch nicht. Hier war schon Zahnrad, oder? Nehmen wir dich mal ganz kurz mit. Hier war das Erz drin. Hier. Ja. Ah, ich bin wieder komplett. Mohaha, ich bin böse. Ihr werdet alle sterben. Kennt man ja. So, komm, mach die Tür auf. Ja, wir sind Trottel. Wir sind solche Trottel, dass wir genau vor dem Ausgang stehen zu der Waffe, die dich umbringen kann. Bye bye. So. Hat er sich nicht so gedacht, ha? Gleich wieder hoch? War das vorher auch so? Achso, wir kommen jetzt in den Bereich, der vorher abgeschlossen war. Ja, stimmt, da war was. Und zwar hier unten. Und ein heiliger Stein, der kommt gleich mit. Ich glaube, hier waren jetzt noch ein, zwei Rätsel. Und dann dieses Podest. Okay. Es wirkt jetzt ein wenig bedrohlich. Mach mal Feuerschild. Was? So, Feuerschild. Wir haben jetzt auf der Seite beide gedrückt. Da beide gedrückt, oben. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Jetzt haben wir... Oh, hier ist kein dritter Knopf. Vierter Knopf. Okay. Das bisschen Gift, so. Du wegklicken. Dich wegklicken. Hier war keiner. Hier ist jetzt auch keiner mehr? Was zur Hölle? Doch da. Wir haben jetzt jeden Knopf zweimal gedrückt. Kurz schlafen. Wahrscheinlich kommt es aber eher auf die Reihenfolge an, ne? Oh, und er hat Hunger. Du isst mal das da. Hier war sonst nichts mehr. Nö. Und können wir das Ding irgendwie auslösen? Nö, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Okay, wir hatten bisher immer die zwei hier zuerst gedrückt. Das heißt, wir drücken jetzt mit den einzelnen. Betiteln wir sie einfach mal alle. 1, 2, 3. In der Reihenfolge werde ich es jetzt drücken.
Also den einen halt auf der Seite. Das ist auch wirklich nur einer. Ja, ist es nur. Okay, also eins. Warten. Dann den auf der linken Seite und dann den auf der rechten Seite. Ich hätte echt gerne Giftschild. So. Zwei. Drei. Okay. Eins, zwei, drei war es nicht. Dann halt eins, drei, zwei. Eins. Oh. Warum seid ihr aus? Ich drück mal jetzt nichts. Ah, das ist komisch. War das jetzt ein Bug oder habe ich was Richtiges gedrückt und dadurch wurde die Platte kurzzeitig deaktiviert? Ich mache mal weiter mit dem Dingens. Also jetzt kommt 3. Danach kommt 2. Okay, also wieder 1, 2, 3, noch 1, 2, 2. Dann halt 3, 2, 1. 3 wärst du. 3, 2. Und. Ja, du bist Zeug. 1. Dann bleibt noch 3 und 2. Also wieder da hoch. 3. Wo ist der Knopf? 3, 1, 2. Nö. 2, 1, 3 und 3. 213 und 231, die mache ich aber ganz kurz im Zeitraffer. Jo, das war's. 231. Wir müssen da lang. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Also nochmal. 2. Eins. Auch Licht aus, warum nicht? 3. War es doch 2, 3, 1? 2. 3. Mm. 1. Wie jetzt? Ist die Reihenfolge der Knöpfe vielleicht gar nicht so wichtig? Sondern die Anzahl der gedrückten? Wenn das aufgeht, sobald wir hier rauftreten, geht es wieder zu. Das ist doch... Okay, vielleicht müssen wir hier nach vorne gehen. Vielleicht müssen wir ja wieder zurückgehen in den Eingangsbereich. Und das löst das Rätsel irgendwie. Na gut, ich weiß, es fing mit 2 an. 2. Ist jetzt irgendwas Neues vielleicht aufgegangen? Bevor wir auf die Druckplatte treten. Also müssen wir rauftreten. Es passiert nichts. Wir gehen zurück in Richtung das. Uns kommt Gift. Treten rauf. Okay, 2. Eins.
3 war rechts. Ja. 2, 1, 3. Kein Klick, kein gar nichts. Na gut, ich denke, ich werde eine Weile rumrätseln müssen. Rumrätseln bedeutet momentan, ich werde ganz wüst Knöpfe drücken und hin und her laufen. Also wirklich verstehen tue ich das gerade nicht. 2, 3. Drück einfach nochmal 2, 3. Aber ja, so ziemlich das werde ich jetzt machen. Ich werde alles Mögliche ausprobieren, was die 3 Knöpfe, die Druckplatte, die Türen beeinflusst. Und melde mich dann wieder, wenn ich irgendeine gute Idee habe oder die Lösung gefunden. Also, bis gleich.